Hallo zusammen, hier sind die Tipps für das Übungsblatt 12. Das Übungsblatt ist wirklich total einfach und die Aufgabe 2, ja, die Aufgabe 2 ist, die kommt also 100% in der Klausur, deswegen muss ich eigentlich aufpassen. Ja, ich fange mal an. Das ist die Aufgabe 1 eigentlich nicht wichtig, aber das ist ja, glaube ich, die meisten haben das in der Schule gehabt. Also eigentlich für Teil A braucht man nur diese zwei Sachen. Also es ist eigentlich zwei Informationen. Ein Bit braucht man 2 hoch 1 verschiedene binäre Darstellungen und für N Bits braucht man 2 hoch N. Da muss ich nur einfach bei der Aufgabe noch ein bisschen überlegen bei der Teil A, aber bei der Teil B n ist gegeben, 3 verschiedene n-Punkt-Werte, da muss man hier eigentlich einsetzen und das Ergebnis rausfinden. Wenn ihr hier zum Beispiel 10 eingesetzt habt und zum Beispiel das ergibt, das müsst ihr mit Logarithmusgesetze vereinfachen und ja. Und hier oben muss ihr auch Logarithmusgesetze, aber in Basis 2 benutzen. Und natürlich hier, wenn das Ergebnis zum Beispiel 5,6, dann muss ihr einfach sagen, wir brauchen 6 Bit oder so. Also wie viel Speicherplatz und so weiter. Also das muss man eigentlich die Zahl runden. Ja? 2,7, dann ist das 3. Auch mit der 2,1 würde ich auch sagen, ich brauche 3. Also als Sicherheit, dann brauche ich 3. Bei der Teil C, da muss man eigentlich auch N finden, sodass das mindestens 100. Also eigentlich die Aufgabe 1 ist ja total einfach, braucht man überhaupt. Also man bekommt ja überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja? Die Aufgabe 2 für Teil A, das geht um Differenzierbarkeit. Und bei solchen Aufgaben bitte aufpassen in der Klausur. Und bei Übungsblatt, da müsst ihr in der Lösung auch immer am Anfang, ganz am Anfang schreiben, wo diese Funktion diffbar und stetig ist. Wenn die Aufgabe um Stetigkeit geht, dann müsst ihr eigentlich schreiben, zum Beispiel x steht im Skript, das ist ein Polynom und das ist ja diffbar auf ganz R. Deswegen braucht man hier nicht zu finden, also bei der ganzen. Aber den Betrag eigentlich, Betrag ist das eigentlich, steht auch im Skript, das ist diffbar auf ganz R ohne 0. Deswegen braucht ihr hier nur an der Stelle, deswegen F ist diffbar auf ganz R ohne 0. Deswegen müsst ihr an der Stelle 0 überprüfen, ob das differenzierbar oder nicht. Wie macht man das eigentlich? F ist diffbar an der Stelle x0, genau dann, wenn Limes von dem existiert. Deswegen müsst ihr eigentlich an der Stelle, wo f noch nicht diffbar ist, also nicht klar diffbar ist, dann müsst ihr einfach überprüfen, ob das diffbar oder nicht. Wenn das existiert, dann ja. Bei der Teil B, ich habe ein Beispiel für euch und das können wir da zusammen machen. Wie gesagt, ich würde ganz am Anfang sagen, ja, ich schreibe das nicht, aber das erkläre ich, aber bitte in der Klausur das machen, das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Ich würde hier schreiben, zum Beispiel, die Funktion ist abschnittweise hier definiert und in beiden Abschnitte ist es schon bekannt und offensichtlich, dass es diffbar ist und in Klammer zum Beispiel Skript. Und ja, aber dann bleibt eigentlich an der Stelle 2. Deswegen müssen wir eigentlich gucken, ob das f jetzt, deswegen f ist diffbar auf ganz R ohne 2, also noch nicht an der Stelle 2. Deswegen wir müssen überprüfen, ob an der Stelle 2 ist oder nicht. Deswegen ich definiere, also wir betrachten. Ich würde diese Aufgaben mit folgendem Kriterium zum Beispiel machen. Wir betrachten eine Folge B, AN, AN, zum Beispiel AN, und AN ist eigentlich zum Beispiel die kleiner als 2, also 2 minus 1 durch n und die geht gegen 2, wenn n geht gegen unendlich. Warum habe ich minus 1 durch n? Weil insgesamt, das ist ja bestimmt kleiner als 2, da muss ich eigentlich
natürlich hier eigentlich einsetzen, ja, das oben. Und dann auch eine Folge, da brauche ich eine Folge, zum Beispiel Bn, und die ist 2 plus 1 durch n, die geht gegen 2, wenn n geht gegen unendlich. Also das ist ja größer gleich 2 und die kleiner als 2, damit ich oben und unten einsetzen kann. Und dann können wir eigentlich def von, also für die f-Funktion, aber wo an der Stelle 2, und dann müssen wir an einsetzen. An bedeutet, ich muss dann oben einsetzen, in welche Formeln, eigentlich in f an minus f von 2 durch an minus 2. Und f von an, das bedeutet, weil an kleiner als 2 ist, dann muss ich da oben einsetzen. Und an der Stelle 2, dann muss ich hier einsetzen, weil es gleich ist. 2 plus 2 ist dann 4. Und dann habe ich an minus 2. Dann kann ich oben 2 ausklammern und mit das da hier kürzen. Sieht man, die geht gegen 2, wenn n geht gegen unendlich. Und dann gucke ich jetzt die andere Seite. F2, aber Bn. Und bei der Bn, dann muss ich eigentlich unten einsetzen. Also Bn minus dann 4 geteilt durch. Nee, Moment, habe ich falsch gemacht. Ja, also unten, dann muss ich, weil Bn größer gleich 2, dann muss ich hier unten einsetzen. Also Bn plus 2 minus f an der Stelle 2 ist immer bleibt 4 geteilt durch Bn minus 2, aber das Ganze mit Ganze unten, dann geht gegen 1, wenn n geht gegen unendlich. Sieht man, die beide sind unterschiedlich, deswegen schreibt man hier deswegen nach Folgenkriterium ist die Funktion f nicht diffbar an der Stelle 2, und das bedeutet insgesamt, also nach Folgenkriterium f ist diffbar, also eigentlich nicht diffbar an der Stelle 2, ja, also nach Folgenkriterium nicht an der 2, deswegen f ist diffbar auf ganz r ohne 2. Genauso, aber wenn die beiden hier gleich sind, dann ist das in dem Fall diffbar. Genau. Ich würde eigentlich hier noch ein bisschen schöner schreiben. Nach folgendem Kriterium existiert der Grenzwert nicht, deswegen f ist nicht diffbar an der Stelle 2, und das bedeutet, f ist diffbar auf ganz r ohne 2. Ja, genau. Man kann natürlich, oder? Aber ich würde immer die erste Methode erstmal anwenden und dann die zweite. Man kann natürlich Limes x geht gegen 2, aber für x kleiner als 2, dann kann ich f von x minus f von 2 durch x minus 2. Also das bedeutet, ich muss dann oben einsetzen. Dann oben, also hier, 2 mal x. 2 mal x minus 4 geteilt durch x minus 2. Dann mache ich genauso mit Limes x geht gegen 2. Also 2 ausklammern und dann kürzen. Dann bleibt eigentlich hier 2. Und dann für x größer gleich 2, Limes x geht gegen 2. Dann muss ich auch unten einsetzen. X minus 2. Und das ist der Limes x gegen 2 von 1, und das ist 1, und das ist dasselbe. Sieht man hier, dass der Grenzwert existiert nicht, deswegen f ist nicht diffbar an der Stelle 2, und es bedeutet diffbar auf ganz r ohne 2. Die Aufgabe 3, genau, da muss man eigentlich hier, bevor wir anfangen, da schreibt man, wo f stetig ist und diffbar. Und ist das für alle in a zwischen 0 und unendlich? Und wie findet man die Ableitung? Eigentlich die Ableitung, da muss man hier in diese Limes einsetzen und diese Limes eigentlich rausfinden. In dem musst du für f x und f a einsetzen. Die f-Funktion ist ja schon gegeben.
um mit Hilfe von vielleicht dritte binomische Formeln. Dritte binomische Formeln ist es hilfreich hier und so weiter. Ja. Bei der B und C eigentlich, das ist ja, das habt ihr in der Schule gehabt. Da muss ihr, bevor wir ableiten, jetzt wir sind nicht mehr in der Schule, deswegen, bevor wir ableiten, müssen wir eigentlich schreiben, wo f diffbar ist. Eigentlich, das alles kommt von der Hilfe vom Skript, das steht alles drin. Polynome zum Beispiel sind diffbar auf ganz R, Wurzel sind diffbar auf ganz R plus und so weiter. Ja. Aber wenn unter der Wurzel eigentlich nur positiv ist, dann diffbar auf ganz R und so weiter, ja. Man braucht Produktregeln, sorry, Produktregel und Quotientenregel und vielleicht die Ableitung von Wurzel von fx. Ist es eigentlich f' durch 2 mal die Wurzel von fx? Und dann muss man eigentlich ein bisschen schöner schreiben, also auf gleichen Nenner bringen und so weiter. Bei der Aufgabe 4 ist das eigentlich die Aufgabe sehr, sehr einfach, als man gedacht hat. Ja. Eigentlich, dass die beiden Funktionen, die beiden Informationen sind bei der Aufgabestellung. Zum Beispiel bei Datei A, wenn sei f gerade, dann ist das so, weil der Aufgabestellung. Was passiert, wenn wir die beiden Seiten ableiten? Also nur einen Schritt, fertig. Nur einen Schritt, dann fertig. Kriegt man die Lösung eigentlich. Was passiert, wenn wir hier was passiert, wenn wir hier ableiten? Also das gleich was und fertig. Bei Datei B eigentlich die Funktion, also wenn f gerade, also ich bin mir hier nicht sicher, ob die Lösung wirklich so einfach ist, aber ich würde zum Beispiel an eurer Stelle sagen, machen wir den Fall 1 zum Beispiel. Wenn n gerade, also n ist gerade, okay, und f gerade. Okay, also die f-Funktion bei der Aufgabestellung sieht so aus, a1 x1, nee, x plus a2 x Quadrat und so weiter, an x hoch n. Und was passiert, wenn f gerade, also aus Teil a, denn das muss eigentlich fx gleich f von minus x. Und dann eigentlich, was ist fx? Das muss ihr eigentlich das hier schreiben. Und was ist f von minus x? Das muss ihr von minus x hier auch schreiben. Und schau mal, wann sind die beiden Gleichungen, also die beiden Seiten gleich sind. Das kommt ja eigentlich die Lösung. Und dann machen wir hier auch. Warum habe ich den Fall 1, wenn n gerade und dann nochmal Fall 2, wenn n ungerade und f gerade? Dann habt ihr Fall 3, wenn n ungerade und f ungerade. Und der Fall 4 eigentlich, wenn n gerade und f ungerade. Also die vier Fallunterscheidungen werde ich auf jeden Fall machen, damit ich weiß, zum Beispiel hier, wenn ich sage a0 plus a1 x plus so weiter an x hoch n und hier auf diese Seite, also eigentlich was kommt. Eigentlich, warum habe ich die Fallunterscheidung? Damit ich weiß, a2 x Quadrat, weil wenn ich für jedes x minus x einsetze, passiert hier nichts. Eigentlich, damit ich weiß hier, ob ich plus oder minus. Also ich weiß, dass n gerade, deswegen minus x hoch gerade, dann bleibt plus an x hoch n. Und ja, also eigentlich der Fall 1 und Fall 2 sind fast copy-paste eigentlich. Genau. Ja, schau mal, wann sind die beiden Seiten gleich sind und das war's eigentlich. Genau. Ich hoffe, die Tipps sind sehr, sehr hilfreich. Eigentlich die meisten von euch brauchen diese Woche eigentlich überhaupt gar keine Tipps, weil das Übungsblatt einfach ist. Ja, aber vor allem bitte bei der Aufgabe 2 und 3 aufpassen, die sind wichtig für die Klausur. Okay, dann sonst, wenn ihr Fragen habt, einfach einen Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.